Was geht ab? Ich bin's hier, euer Jason D90. Willkommen zum nächsten YouTube-Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Es ist heute Nord, ey. Holstein Kiel spielt gegen St. Pauli. Ich habe wieder einen klassischen Stadion-Vlog. Ich habe gerade Schule gehabt, kann ich euch ein bisschen zeigen hier. Leute, hart immer lernen, ist ganz wichtig. Und ja, für mich geht's jetzt nach Hause. 15.25 Uhr fahren die Ultras. Ich bin natürlich auch dabei. Und ja, für das Spiel brauchen wir nicht viel sagen. Letztes Mal 4-1 gewonnen. Gegen Dings, gegen Karlsruhe. St. Pauli hat verloren. Aber ich finde, St. Pauli stehen besser da. Also besser als was die Tabelle sagt. Und Leute, ich würde sagen, genug geredet. Wir sehen uns zu Hause mit der Pizza. Ja, Leute, was ich ja noch sagen wollte. Es ist ja heute ein besonderes Spiel. Es ist englische Woche. Es ist Dienstagabend. Es ist Hamburger Dom. Der Winterdom ist in Hamburg. Da freue ich mich auch unnormal drauf. Das ist mein erstes Jahr wieder dieses Jahr beim Hamburger Dom. Immer was Besonderes, wenn der Dom auch ist. Und man sieht so die Lichter vom Spielfeld aus. Das sieht geil aus. Werdet ihr nachher auch im Video sehen. Und ja, es ist zudem englische Woche, wie ich bereits gesagt habe. Und ja, es ist das zweitletzte Saisonspiel, bevor die Jungs da Katar sind, also die deutsche Nationalmannschaft. Leider ist Timo Werner auch verletzt. Schreibt mal rein, würdet ihr Füllkrug mitnehmen oder Mokoko? Bin ich mal sehr gespannt. Und ja, zum Gegner, St. Pauli, muss ich nicht viel sagen. In der Tabelle sind sie zwar Platz 16, aber ich finde, sie sind viel besser, als was die Tabelle aussagt. Sie spielen guten Fußball, die machen viel, haben gute Spieler. Leo Paparal, das finde ich einer der besten Linksverteidiger in der zweiten Liga. Und ja, ich bin gespannt, was heute passiert. Ich freue mich auch unnormal auf das Spiel. Mein Tipp ist, wird schwer, aber ich würde sagen, Kiel gewinnt 2-1, weil Kiel ist momentan eine mega gute Form. Ich habe gedacht, dass unter Marcel Rapp, dass er nicht der Richtige ist, aber momentan hat er echt aus den Jungs eine Einheit gemacht. Also die letzten Spiele haben mich echt schon ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Jetzt gegen St. Pauli, gegen Hannover, kommt das nochmal drauf an, wie die Spieler ausgehen. Und dann würde ich, kann man sagen, dass man zufrieden ist, wenn man jetzt noch aus den zwei Spielen 3 bis 4 Punkte holt, ist man zufrieden. Heute ist es auch kein Selbstläufer und ich würde sagen, ich habe genug euch voll gelabert. Jetzt sehen wir uns aber wirklich bei mir zu Hause, weil ich habe Hunger. Ich muss jetzt eine halbe Stunde fahren. Und ja, mein Magen meldet sich auch hier schon zu Wort. Dann sehen wir uns in Altenholz. Was geht ab? Essen ist da. Pizza. Pizza. 90 Euro. Wie die riecht, ja, ist von Reidi, ist scheißegal. Was in dem Rachen schaufelt. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Stadion. Wir nehmen halt den Zug, wie gesagt, 15.25. Die Ultras fahren auch mit. Geile Stimmung, da werde ich nicht filmen, weil sich das nicht gehört, wenn die Ultras da drin sind. Und ja, ich freue mich auf eine geile Stimmung. Und ja, jetzt rein in Rachen. Vamos! Ladies and Gentlemen, it's match day. Leute, ich bin angekommen. Es ist 17.30 Uhr. In einer Stunde ist Anpfiff. Wir wurden von der Polizei begleitet, vom Hauptbahnhof. Zur Feldstraße, da haben die Polizei uns hierher chauffiert. Auf dem Wasserwerfer war da, aber richtig geil, ich habe Bock aufs Spiel. Ist ja schon ein bisschen befüllt hier. Und ja, ich bin ready. Kiel gewinnt 1-0, wie ich gesagt habe. Und ja, von mir aus kann es losgehen. Die Ultras von Kiel sind auch schon da. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Jetzt sagen wir, sehen uns zum Anpfiff. Jalla! Weil die Torhüter sind auch schon draußen. Es kann losgehen. Guck mal, hier und eine Gallicorio, 20 Jahre Schickeria, steht da hinten bei dem Pauli. Die Spieler sind unten auch schon. Let's go! Die 31 trägt Finn. Okay.
Ergänzungsspieler für Kiel, Mitte 21, der zweite Keeper heißt Thomas Dehner. Die 5 von Freunde, hat die Aufstellung durchgekommen, lässt ihr euch nochmal hier ein. Und hier ist das Amt, das jetzt ist schon ganz voll. Wir sehen uns jetzt im Amt. Let's go, Kiel, kämpfen und Sieg. Marcel! Mit der 11 am Start, Johannes! Die 15 trägt Marcel! Leute, 2-2 mit Deutschland hier, erinnert mich wie FIFA, wenn ich schieße und immer geblockt bin, dann kriegst du einen Konter rein, dann kriegst du eins reingehauen, keine Ahnung, wie das passiert, mega laut hier, vamos! Leute, Deutschland hier drückt, dauert nicht mehr lange, dann steht es hier 1-0. Und jetzt aber er rast rein damit. Thank you.
wunderbar. Schieß. Digga, wie viel Glück kann man haben, Digga. Ich hab immer Pech, wenn ich zock. Immer. Ich leg immer so scheiß gegen Tor rein. Wieder eine Chance. Und wieder das Bein dazwischen. Also kann man nichts mehr machen. Ja, das Tor ist der Hex hier. Noch mehr Gas. Und drauf jetzt. Der steht noch 0-0, viel hat Chancen gehabt, immer ein Bein dazwischen von St. Pauli. St. Pauli hat auch zwei gute Chancen gehabt. Man muss halt ein bisschen mehr kommen und wir müssen die Chancen nutzen. Das ist sonst wie letztens vor drei Wochen gegen HSV. Du machst die Chancen nicht rein und HSV macht die rein. Du kannst auch laufen, aber sonst ein geiles Spiel von Kiel, schön nach vorne gespielt. Und ja, ich glaube, da fallen noch ein paar Tore. Die Stimmung ist mega geil und ja, gleich geht es weiter in die zweite Halbzeit Ramos. Leute, wie geil sieht das denn aus mit dem Dom im Hintergrund? Mega Stimmung von Holstein Kiel und von St. Pauli. Und ja, es geht gleich weiter. Aber ich finde das mega geil mit dem Hintergrund und dem Boden. Mega, mega geil. Und jetzt muss halt mehr kommen, die Tore fehlen. Und jetzt bin ich glaube ich 23 Uhr zu Hause, ich habe auch langsam Hunger. Und die Stimmung ist echt krass. Ja, Ochi spielt auch eigentlich ganz gut. Nur das Problem ist, wieder Weekend League, ihr kennt das doch selber, Leute. Immer einer dazwischen. Da machst du die Dinger vorne nicht rein, kriegst du hinten rein. So Leute, es geht weiter, zweite Halbzeit. Mein Handy ist doch bald alle. Bin gespannt, wie lange mein iPhone 14 es so schafft. Let's go. Wir wirklich sind Ramos Kiel. Es
immer noch 0-0, noch viel zu spielen. Ja, Kiel macht die Chance nicht rein, was soll man sagen? Immer noch das gleiche Problem wie vor der ersten Halbzeit. Auf geht's, Leute! Zeit mehr, ich muss gleich los. Das Spiel ist zu Ende, Pauli und Kiel trennen sich 0-0. Ja, aus Kieler Sicht war ein bisschen mehr drin gewesen. Pauli hat Glück gehabt, immer war ein Bein dazwischen, aber sonst war ich relativ zufrieden. Guckt Leute, wo ich hier bin. Ich bin auf dem Hamburger Dom, vielleicht geht's nach Hause. Also man muss zufrieden sein, jetzt heißt es gegen Hannover noch 3 Punkte holen, dann war das eine gute erste Hinrunde. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leider habe ich den Anfahrtweg nicht so gezeigt, weil ich bin mit den Ultras marschiert und ich bin da Filmer, nicht aus Respekt. Auch nicht über der Zähne, weil ich fahre, Leute, macht man nicht, Leute. Und man kann nur einen Stadionblock im Sitzen machen. Stehplatz gehört sich auch nicht, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht haue ich mir noch in die Team rein und sonst sehen wir uns im Zug nach Kiel. Vamos!